Tastatur. Diese Tastatur wird dein Leben verändern. So oder so ähnlich hast du das bestimmt schon mal irgendwo gehört. Was soll ich sagen? Heute ist es tatsächlich soweit. Heute zeige ich dir deine perfekte Tastatur. Und die ist nur aus einem einzigen Grund perfekt. Du wirst sie nämlich selber bauen. Kein Hersteller kann die Kombination von Teilen liefern, die du brauchst. Weil die werden einfach nur eine Kombination von Teilen anbieten, die der größtmöglichen Masse gefällt. Wir machen aber hier keine Tastatur für die Masse. Wir machen hier heute deine Tastatur. Bevor wir aber anfangen, hier das alles zusammenzustellen, müssen wir erstmal darüber reden, welche Arten von Tastaturen es gibt. Und es gibt größtenteils eigentlich zwei Arten von Tastaturen in der freien Wildbahn da draußen. Das eine sind Membrantastaturen und das andere sind mechanische Tastaturen. Und ja, ich weiß, du hörst schon das Klickern der Schreibmaschine im Hintergrund, aber ganz so schlimm ist es nicht und muss es auch gar nicht sein mit mechanischen Tastaturen. Der größte Teil von Tastaturen da draußen sind tatsächlich Membrantastaturen. Das hat den einfachen Grund, weil die sind günstig in der Herstellung, die sind günstig in der Anschaffung. 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro Bürotastaturen, das sind die Dinger, das sind Membrantastaturen. Ich meine, jeder Laptop hat eine Membrantastatur, auch wenn einige Hersteller euch da was anderes mal erzählen wollten vor ein paar Jahren. Okay, wieder zurück. Mechanische Tastaturen zeichnen sich durch sogenannte Switcher aus oder zu Deutsch Schalter. Kein Mensch auf dieser Welt benutzt wirklich den Begriff Schalter für die Dinger hier. Und deswegen werden wir sie über dieses gesamte Video auch Switcher nennen. Die Vorteile von mechanischen Tastaturen sind ziemlich einfach. Das Schreibgefühl ist wesentlich besser. Bei diesen Billo-Tastaturen drückst du auf einen Knopf und löst auf einer Gummimatte einen Kontakt aus. Bei einer mechanischen Tastatur setzt du eine ganze Mechanik in Bewegung. Da sind mehrere Teile drin, wie eine Feder und ein Druckknopf und so weiter. Jetzt ist dein erster Gedanke vielleicht, desto mehr Teile da drin sind, desto schneller geht hier irgendwas kaputt. Ne? Mehr Teile, mehr Fehleranfälligkeiten. Das ist zwar nicht ganz falsch, aber der Vorteil von einer mechanischen Tastatur ist, dass wenn dir so ein Switch hier abraucht, dann kannst du ihn austauschen für ein paar Cent. Wenn dir bei einer Membrantastatur ein Ding kaputt geht, kannst du die ganze Tastatur wegwerfen, weil die ganze Matte hin ist. Die Krux an der ganzen Geschichte ist einfach, ich kann euch so viel wie ich möchte über mechanische Schalter und mechanische Keyboards erzählen, wie ich will. Ich kann euch beschreiben, wie lang dieser Auslöseweg ist, welche Kraft notwendig ist, um diesen Schalter auszulösen und so weiter. Aber am Ende sind mechanische Switcher etwas, das du selbst erlebt haben musst. Du musst fühlen, wie die sich bewegen unter deinen Fingerkuppen. Du musst spüren, wie deine Kraft übertragen wird. Und du musst dieses hypnotische erlebt haben einfach, um zu verstehen, ob so ein Schalter oder ob so eine Tastatur das Richtige für dich ist. Und genau deswegen haben wir auch in unseren Stores diverse Stationen für verschiedene Switche. Du kannst also bei uns einfach reinmarschieren und einfach mal selber drücken. Du kannst herausfinden, ist das der Druckpunkt, den du möchtest? Ist das der Key Travel, den du möchtest? Und im besten Fall gehst du dann am Ende nämlich sogar gleich mit der passenden Tastatur nach Hause. Okay, ich habe jetzt hier schon ein bisschen vorgegriffen mit diesen Switchen, weil wir müssen jetzt erstmal grundlegend über die verschiedenen Teile von selbstgebauten Tastaturen reden. Und der erste Schritt dafür ist, dass wir Custom Keyboards nennen, weil wie bei Switchen und Schaltern, die Welt nennt es Custom Keyboards und nicht selbst entworfene Tastaturen. Custom Keyboards bestehen aus grundlegenden Teilen, die ihr dann auch beliebig kombinieren könnt. Reden wir zuerst mal über die Größe von Tastaturen. Die größte Version, Full-Size-Tastaturen oder 100%-Tastaturen, haben 104 Tasten, also die ganzen Buchstaben plus einen Nummernblock. Kennst du, hast du schon gesehen, musst du jetzt auch nicht nachzählen. Die Stufe darunter nennt sich 10-Keyless. Und wie der Name schon sagt, sind das 10 Tasten weniger. Das ist entsprechend ohne Nummernblock. Nennt man auch 10-Keyless, nennt man auch 80% Tastaturen. Das nächste sind 75% Tastaturen. Da fehlen dann nochmal so ein, zwei Tasten. Aber ihr habt noch alles Wichtige ist da. Und dann zum Schluss gibt es noch 60% Tastaturen. Das ist dann wirklich nur noch die Buchstaben. Da gibt es nicht mal mehr Pfeiltasten an der Seite. Oder schießt so ein bisschen übers Ziel hinaus mit 60%. Mein Tipp tatsächlich ist 75% Tastaturen. Du hast immer noch alles, was du wirklich brauchst. Und für die Leute da draußen, die also zum Beispiel in der Buchhaltung oder in Media tätig sind, die wirklich den Nummernblock noch relativ häufig benutzen. Aber nicht immer. Die Dinger kann man separat dazu kaufen. Also du kannst dann quasi nochmal einen Nummernblock nur kaufen und kannst ihn auf den Tisch packen, wenn du ihn brauchst, hast aber ansonsten den Platz auf den Tisch einfach. Oder, und glaub mir, das ist der richtige Gamechanger. Komm mal ran. Du holst dir so ein Elgato Stream Deck und packst dir hier deine wichtigsten Shortcuts einfach drauf. Das verändert das Leben. Nein, Spaß beiseite, aber die Dinger sind schon ziemlich cool. Also ich habe die Dinger auch privat im Einsatz. Von daher. Du weißt jetzt also, welche Tastaturgröße du willst. Als nächstes müssen wir das Layout bestimmen. Und du weißt, wie man im Deutschen oft von einer Querz-Tastatur spricht und im Amerikanischen von einer QWERTY-Tastatur. Das sind aber eigentlich nicht die richtigen Namen. Im europäischen Raum gibt es die sogenannte ISO-Norm und eine ISO-DE-Norm entspricht dann dem deutschen Keyboard-Layout, inklusive aller Umlaute. Für das amerikanische Design, das nennt sich ANSI. Das hat so ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Das Ding ist anders. Die Enter-Taste ist zum Beispiel kleiner, die Umschalt-Taste links ist größer und solche Sachen. Das bedeutet einfach, die muss nur klar sein, wenn du deine Komponenten wählst, dass du entsprechend ein ISO-DE-Layout nehmen willst, wenn du das Ding zum Beispiel für dich baust. Aber wenn du das Ding für deinen Kumpel, der aus Oregon
Oregon hier ist und in Hamburg, Berlin, München irgendwo in einem Startup arbeitet, dass du dann ein ANSI-Layout als Grundlage nimmst einfach. Wir haben Größe der Tastatur geklärt, wir haben das Layout der Tastatur geklärt. Jetzt kommen wir endlich zu den Komponenten deiner neuen Tastatur. Und wir fangen außen an mit dem Gehäuse. Du kannst grundlegend wählen, möchtest du Kunststoff oder möchtest du Metall haben. Metall ist schwerer, bisschen kostspieliger, aber widerstandsfähiger. Du kannst dir sogenannte DIY-Kits, also Do-It-Yourself-Kits kaufen und die beinhalten normalerweise das Gehäuse, das Gitter für die Switche und das PCB. Also das Ding, das die Signale dann weiterleitet auch schon. Du kannst das auch einzeln kaufen, aber das ist, ich sehe nicht viel Mehrwerte dahinter. Du kannst mit einem simplen DIY-Kit einfach anfangen. Das tut es. Überleg dir nur ganz genau, ob du wirklich Metall haben willst oder ob es nicht Kunststoff tut. Du wirst das Ding jeden Tag in der Hand halten, über Stunden. Bedeutet, schreibst du wirklich aggressiv, solltest du zum Metall greifen, damit du das Ding nicht über deinen Schreibtisch schiebst einfach. Ach, das ist übrigens so ein Aspekt, den Hersteller von Papiertastaturen gerne mal ignorieren. Du hast kein RGB an deiner Zockerecke? Das ist denen egal. Pech gehabt. Jetzt hast du es, ob du willst oder nicht. Ein weiterer Grund, warum du am besten dein Keyboard nämlich selber baust. Das meine ich auch so. Das ist nämlich fürchterlich. Gehäuse haben wir. Als nächstes reden wir über Keycaps. Und hier musst du im Grunde genommen zwei Abkürzungen kennen. ABS und PBT. Die beschreiben einfach nur zwei unterschiedliche Materialarten für diese Keycaps, die unterschiedliche Eigenschaften haben. ABS-Keycaps sind die günstigeren, sind weniger widerstandsfähig, sind ein bisschen dünner und so weiter und die Notfalllösung ganz einfach. PBT ist dicker, verschleißfester, teurer natürlich, aber alles in allem auch durch eine leicht rauere Oberfläche das bessere Material. Gerade für viele Schreiber nicht wegzurutschen, sondern wirklich präzise zu treffen, ist unglaublich entscheidend. Ich habe ja gerade gesagt, ihr müsst nur zwei Kürzel kennen, also ABS und PBT. Ihr müsst aber eigentlich noch zwei andere kennen, und zwar Dice-Sub und Double-Shot. Das bezeichnet die Herstellungsverfahren der Keycaps, beziehungsweise wie die bedruckt werden mit ihren Buchstaben. Und das ist extrem spannend, finde ich. Deswegen, wir müssen mal ganz kurz nerden hier. Dice-Sub funktioniert nur mit PBT-Caps als allererstes. Die gehen nicht bei ABS. Das ist ein Verfahren, bei dem die Farbe von fest zu gasförmig geht, ohne vorher in flüssig überzugehen. Das bedeutet, das wird so stark erhitzt, die Farbe geht in diese oberste Schicht hier rein und verschweißt sich quasi auf einem molekularen Level mit diesem Keycap. Und wenn das nicht so ziemlich das Geilste ist, was ihr heute gehört habt, dann weiß ich auch nicht. Ich finde das unglaublich spannend und deswegen nutzt sich das auch nicht ab. Ein Dice-Sub-Keycap, da kannst du hier drauf rumrobbeln, wie du willst. Da löst sich nichts weg. Etwas, das bei deiner 10-Euro-Timo-Tastatur wahrscheinlich schon nach 3 Minuten passiert ist. Deswegen unglaublich spannend. Der Grund, warum Dice-Sub nicht bei ABS funktioniert, ist ganz einfach, dieses Verfahren braucht so viel Hitze und ABS kann das nicht handeln. Die Alternative dazu ist Double-Shot. Double-Shot bedeutet eigentlich nur, dass dieser Keycap aus zwei unterschiedlichen Materialien besteht. Also die Innenseite und die Außenseite sind zwei unterschiedliche Kunststoffschichten. Es gibt nur eins von beiden. Also entweder ist es Dice-Sub oder ist es Double-Shot. Man streitet sich in der Community ein bisschen, was besser ist. Im Moment geht es zugunsten von Double-Shot. Aber ich würde da jetzt nicht so viel Wert drauf legen. Sieh einfach zu, dass du eins von beiden hast. Die Switche sind jetzt der letzte Part deiner neuen Tastatur, über den wir reden müssen. Und im Kern gibt es drei unterschiedliche Arten von Switchen. Clicky, linear und taktil. Clicky-Switches sind genau das Klischee eigentlich, das du von Anfang an, seit dieses Video gestartet ist, in deinem Kopf gehört hast. Dieses klack, 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 klack. Das sind Clicky-Switches. Es gibt eine harte Auslöseschwelle. Alles davor löst nicht die Taste aus und dann gibt es einen Punkt in diesem Federweg, wo ausgelöst wird und der Buchstabe oder die Zahl auf deinem Monitor erscheint. Lineare Switches sind das genaue Gegenteil davon. Es gibt keinen harten Punkt, den du überschreiten musst. Es ist eine geradlinige Bewegung ganz einfach beim Anschlag. Gerade wenn du von einer Membrantastatur kommst, solltest du keine lineare Tastatur als nächstes verwenden. Aus dem einfachen Grund, du schlägst sonst einfach durch. Du hast keinen Anschlag, du hast keinen Stopp und das bedeutet ganz einfach, du schlägst den ganzen Tag ans Ende deines Switches durch. Und dann tun dir am Ende des Tages nämlich die Fingerkuppen weh. Für Anfänger sind die also nicht geeignet. Das ist wirklich für Profis. Es gibt auch einige E-Sportler tatsächlich, die glauben, dass sie mit linearen Switchen sich einen kompetitiven Vorteil verschaffen. Ist jetzt mindestens diskussionswürdig und führt hier jetzt auch zu weit. Die dritte Version von Switchen sind taktile Switchen. Das ist so ein bisschen das Beste aus beiden Welten, soll es eigentlich sein. Du hast genauso auch hier diesen Punkt, den du überschreiten musst, aber du hast nicht dieses Klackgeräusch zwangsläufig. Du hast so ein bisschen halt auch wirklich mit dem Besten aus beiden Welten, das ist auch das Schlechteste aus beiden Welten. Eine taktile Tastatur ist lauter als eine lineare Tastatur, aber leiser als eine Clicky-Tastatur zum Beispiel. Der Auslösepunkt ist weniger ausgeprägt als bei einer Clicky-Tastatur, aber ist zumindest vorhanden im Gegensatz zu einer linearen Tastatur. Eine taktile Tastatur ist der beste Startpunkt, wenn du mit Thema mechanische Keyboards anfängst. Community wird mich dafür schlachten wahrscheinlich.
oder ans Kreuz schlagen. Na, aber ich bin tatsächlich der Meinung, taktile Switche sind der beste Startpunkt, wenn du in diese Reise aufbrichst, in mechanische Keyboards. Ganz einfach kann es natürlich nicht sein, weil du gehst nicht los und kaufst Clicky oder Linear Switche. Nein, du kaufst Farben. Du kaufst Rot, Blau, Yellow, Schwarz, was auch immer. Diese Farben beschreiben im Grundlegenden, welche Art von Switch du hast und wie viel Kraft du eigentlich brauchst, um diesen Schalter selber auszulösen. Also gibt es zum Beispiel lineare Switche mit wenig Kraft, mit mittlerer Kraft, mit starker Kraft und so weiter. Cherry hat dieses System mal eingeführt, aber leider haben sich die anderen Hersteller da nicht so ganz dran gehalten. Und da sich jeder differenzieren wollte, hat man ganz einfach angefangen, seine eigenen Farben zu machen und seine eigenen Namen dafür auch noch einzuführen. Bei uns im Blog gibt es einen tollen Beitrag dazu, was die einzelnen Farben bedeuten. Nicht nur von Cherry, sondern von den ganzen Herstellern. Und da gehen wir auch nochmal im Detail auf sowas ein wie Federkraft, Tastenhub und Auslöseschwelle. Das sprengt jetzt hier dieses Video. Schaut euch den Beitrag an, der ist unten verlinkt. Das ist ein fantastisches Ding. Ich muss es wissen. Ich habe das Ding selber geschrieben. Und das war's. Wir haben alles Wichtige geklärt. Wir fassen es jetzt noch einmal zusammen und dann kannst du losgehen und dir deine eigene Tastatur zusammenbauen. Schritt 1. Die Größe der Tastatur. 75% ist meine Empfehlung, aber wenn du Full-Size gehen willst, go for it. Der nächste Schritt ist das Layout. ISO. ISO.de für die deutsche Tastaturversion mit all den Umlauten. Das ist wichtig. Wenn du für einen US-Layout haben willst, ANSI. Nächster Schritt, das Gehäuse. Nimm ein DIY-Kit. Mach's nicht komplizierter, als es unbedingt sein muss, gerade für deine erste Tastatur. Darin kriegst du das Gehäuse, das PCB und das Gitter, auf die du die Switche stecken kannst. Und das war's. Der nächste Schritt sind die Switche selbst. Und da kannst du nämlich wählen, was für dich am besten funktioniert. Linear, Clicky und so weiter. Aber wie gesagt, schau bei uns in den Stores vorbei. Guck dir die an, klick ein bisschen erstmal rum, einfach um ein Gefühl dafür zu kriegen. Dein Kopf mag dir vielleicht sagen, dass du unbedingt lineare Switche haben willst, weil du nicht diesen Kraftaufwand haben willst, um die Auslöseschwelle zu überschreiten oder so. Mein Tipp tatsächlich sind die Charcoon Yellow. Die Pro, wenn es geht. Die Pro sind ziemlich gut, die sind auch schon gefettet, das macht die nochmal ein bisschen smoother am Tastenhub. Und die sind nicht perfekt oder irgendwas dergleichen, aber da kosten 35 Stück so 10, 15 Euro. Also ein Set für eine 70% Tastatur, 75% Tastatur, ist also gerade mal 20, 25, 30 Euro oder sowas in der Richtung. Und das, für das Geld sind die fantastisch. Letzter Punkt. Wenn du mit diesen mechanischen Keyboards anfangen willst, fang jetzt nicht an und geh los und kauf dir von irgendeinem großen Hersteller ein mechanisches Keyboard und denk dir dann, du kannst im Nachgang Sachen wechseln. Das funktioniert so nicht zwangsläufig. Nicht alle Hersteller machen das so. Die machen dann ihre eigenen Switche, ihre eigenen Keycap-Halterungen und so weiter und dann passt das alles nicht mehr. Wenn du sowas machen möchtest, wenn du quasi so ein Startset haben möchtest, das schon von Anfang an funktioniert, dann musst du sowas nehmen wie eine Corsair K65 Plus oder halt die neue Charcoon SG 50 irgendwas. Die kannst du tatsächlich dann auseinandernehmen und die kannst du dann auch entsprechend wieder modifizieren, wie du möchtest. Das geht aber zum Beispiel nicht, wenn du dir eine Razer-Tastatur oder so kaufst. Damit du weißt, worauf du dich hier preislich einstellen musst. Diese DIY-Kits fangen bei 60 Euro an, 120 Euro hoch, wenn du eine Full-Size willst und so weiter. Wie gesagt, abhängig davon, ob Kunststoff, Metall und so weiter. Bei diesen Sets, PCB ist dabei. Switche, wie schon gesagt, 25 Euro, 30 Euro, 50 Euro für so 70 Stück, 100 Stück ungefähr. So, bei den Keycaps, da wird es tatsächlich sehr, sehr extrem, weil das macht es teuer oder günstig. Es gibt günstige Keycaps für eine 70%, 75% Tastatur, die kostet 25, 35 Euro. Extrem günstig. Geht aber auch ganz schnell hoch zu 150 Euro und du kannst auch einfach nur einzelne Keycaps ordern. Du kannst eine einzelne Escape-Taste zum Beispiel ordern oder eine spezielle Enter-Taste ordern, die dann zum Beispiel in deinem Videogame-Design ist oder die aussieht wie eine Nvidia-Grafikkarte und so weiter. Das sind aber dann die Sachen, die es dann richtig, richtig teuer machen. Und das ist so im Grunde die Quintessenz davon, weil eine gute mechanische Tastatur, die du dir fertig kaufst im Grunde genommen, die du dann wahrscheinlich nicht mal unbedingt anpassen kannst, kostet locker 150, 200 Euro. Wenn du dir das selber baust, kann es teuer werden, wenn du das möchtest, muss es aber nicht zwangsläufig. Ein gutes DIY-Kit für 60 Euro ist okay, ein paar Switche für 30 Euro und ein paar Keycaps für 50 Euro ist eine gute Startkombi. Geiz nicht mit den Keycaps. Das ist der Punkt, den du am meisten anfasst und das ist das, was dich am ehesten wieder wegtreibt davon, wenn sich das nicht gut anfühlt. Aber ansonsten lass mich doch gerne mal in den Kommentaren wissen, was ist deine Lieblingskombi von Switchen, Keycaps und Gehäusen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.